Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3, aka Let's Play, gibt mir einfach nur bitte noch mehr Missionen, weil ich noch nicht genügend habe. Und wir machen es heute mal wieder ganz klassisch, wir reden mit der gesamten verschissenen Crew, um noch mehr Missionen zu kriegen. Die Turianer werden Fangen wir mit Joker an. Cerberus wollte also in die Politik, was? Es war richtig, diesen Arschlöchern den Hahn abzudrehen. Haben sie nicht mal für diese Arschlöcher gearbeitet? Irgendwas mit Ledersitzen? Als ich bei Cerberus war, unterstützten sie die Hilflosen. Heute sind sie viel zu Mainstream. Und böse. Wichtig ist, dass sie ihnen in den Arsch getreten haben. Und dass Ash den Norman die Test, dass man seinen Commander nicht erschießt, mit Bravour bestanden hat. Seien Sie nett. Seien Sie nicht so streng mit Ash. Sie hat viel durchgemacht. Ja, wie die Waffe gegen einen vorgesetzten Offizier zu erheben, beinahe den Rat umzubringen. Das macht sich im jährlichen Leistungsbericht gar nicht gut. Ja, Joker. Commander? Na, auf jeden Fall, Joker. Im Leistungsbericht macht sie... wir sind jetzt mal nicht so. Ich dachte für einen Moment, dass das Trainer wäre. All das einfach Zwillinge sind, die beiden. So, hier ist nix. Fangen wir unten an diesmal, weil oben ist das Interview am Ende. Wo freue ich mich? Dafür, dass ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Das heißt, dass uns zwar kaum ein Sensor registriert, wir aber sofort auffliegen, sobald mal jemand nach oben schaut. Zeit für ein Upgrade. Die meisten Scanner und Ortungssysteme operieren bei mittleren Frequenzen. Zugegeben, wir wurden beschossen, aber runtergeholt hat uns noch keiner. Noch nicht. Zu unserem Glück sind Sie wirklich fast so ein guter Pilot, wie Sie glauben. Ja, sicher. Das auch. Mhm. Hier haben wir keinen. Eine Waffenmod ist unnötig. Panzerungsspind. Naja, ja, schon super. Wen haben wir denn hier? Goddess. Ist mit dem Shuttle alles okay? Ich überprüfe nur die Gleichgewichtsdämpferspulen. Wir sind im UT-47 anfällig. Aber keine Sorge. Der Vogel ist total stabil. Ruhen Sie sich denn jemals aus? Sie sind immer nur hier unten und arbeiten. Nehmen Sie sich denn auch mal frei? Ich schlafe genug. Müde zu fliegen ist schlimmer als betrunken zu fliegen. Und wenn Sie wach sind, keine Entspannung? Ich muss mich beschäftigen, denn sonst denke ich zu viel nach. Arbeiten Sie nicht so hart. Ich schätze Ihren Einsatz, aber ich will kein Burnout-Syndrom sehen. Ich kenne meine Grenzen und würde nie Ihr Leben riskieren. Haben Sie sich denn auch vor dem Krieg nie entspannt? Doch. Ich weiß noch, als die Hawking hinter Arcturus stationiert und ich ein blutiger Anfänger war. Es gab da dieses Beobachtungsdeck über den Startbahnen. Man konnte allen Schiffen beim An- und Abdocken zusehen. Wenn ich allein war, habe ich die Lautsprecher abgeschaltet. Dann flogen sie lautlos vorbei. So etwas gibt es auch auf der Citadel. Wenn wir das nächste Mal dort sind, sollten Sie sich freinehmen und sich das ansehen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Tun Sie es für mich. Nehmen Sie auf der Citadel Landurlaub, Steve. Mir zuliebe. Ich kann Ihnen einfach nichts abschlagen, Shepard. So soll es sein. Ja, ja. Immer nett, immer nett. So. Jay, wen haben wir denn da hinten? Ist das ein Wachen? Ich war nur hier hinten. Höchst interessant. Aber das ist dieser Hund, ne? Ach! Das ist ja süß. Naja, James. Hey, sind Krogana und Turianer noch Freunde? Im Moment. Es muss ja auch nur bis zum Ende des Krieges halten. Mhm. Ja. Sie haben eine Mission gegen die Kollektoren erwähnt. Was ist passiert? Das, was ich erzählt habe. Alles ging den Bach runter und ich und ein paar andere haben überlebt. Wenn Sie den Rest der Geschichte hören wollen, müssen Sie mich
Richtig betrunken machen. Oder? Oder was? Oder nichts. Tut mir leid, Commander, ich will einfach nicht darüber reden. Nächstes Thema? Es fiel Ihnen schwer, die Erde zu verlassen. Wollen Sie noch zurück? Ja, verdammt. Aber ich begreife jetzt, dass ich dort nicht den größten Nutzen bringe. Noch nicht. Wir werden zurückgehen. Ich weiß. Und dafür werde ich alles tun, was nötig ist, Commander. Aber bitte ohne weitere Shuttle-Abstürze. Es macht Spaß, also kann ich nichts versprechen. Außerdem will ich Esteban auf Trab halten. Ja, ja. Haben Sie Familie auf der Erde? Ja, ein Onkel, Militär im Ruhestand. Und einige Cousins, von denen ich länger nichts gehört habe. Standen Sie Ihrem Onkel nahe? Ja, wegen ihm bin ich zu den Marines. Er war nach dem Tod meiner Mutter der einzige Lichtblick in meinem Leben. Kein Vater? Irgendwo ist er sicher. Aber ich würde ihn nicht als Familie bezeichnen. Nicht mehr. Aber ich wüsste gern, wie es meinem Onkel geht. Ja, machen wir es. Kein Problem. Eine Mission. Einfach noch. Gib mir noch eine, bitte. Warum benutzen Sie ständig Spitznamen? Ich kann mir so die Leute besser merken. Manche passen einfach nicht zu ihrem Namen. Also gebe ich ihnen einen neuen. Und ich bin also ein Loco. Ja, verglichen mit dem, was Sie schon durchgezogen haben, bin ich stinknormal. Ja gut, das stimmt schon. Sie und Lieutenant Cortez kennen sich also bereits. Ja, Esteban war auf Fel Prime, als auch mein Trupp und ich dort stationiert waren. Vor ein paar Monaten haben wir uns auf der Erde wiedergesehen. Er ist ein guter Kerl. Aber sagen Sie ihm das nicht. Es steigt ihm sonst zu Kopf. Ja, ja. Wir reden später weiter. Natürlich. Ich dachte, er wollte jetzt irgendwas Wichtiges mit mir besprechen. Nein, dann führen wir einfach nur so eine Gelaberrunde. Ja, gut. Weiß nicht, warum nicht, ne? Aber was genau tue ich hier? So, gehen wir doch mal in den Keller. Gucken, ob da jemand ist. Aber scheint tatsächlich nicht so zu sein. So, Hallo, Adams. Danke, Commander. Das GX-12 Thermorohr ist eingetroffen. Wir nehmen gerade die Modifikationen vor. Ach, stimmt, da war ja was. Ist das eigentlich ein Alarm oder einfach nur das Betriebsgeräusch? Ja, ja. Ah, wird schon, wird schon. Hat sich, weil ich habe da unten nichts gesehen, hat sich dieses... Wieso ist denn die Mission nicht weg? Muss ich nochmal mit Adams reden? Wir arbeiten noch an den Thermomodifikationen, sollten aber bald damit fertig sein. Okay. Dann braucht es wahrscheinlich noch irgendeinen... Eilmeldung. Die Citadel steht in Flammen. Dreister Cerberus-Angriff wurde von C-Sicherheit zurückgeschlagen. Allianz Marines erläutern die verzögerte Reaktion der Ratsflotte. Wir sprechen mit den tapferen Männern und Frauen, die sich dem Kampf angeschlossen haben. Bei Battlespace. Galactica. Ja, nee, mit ihr wollten wir oben sprechen. Alternativ kann ich natürlich auch vorher mit ihr unten reden, aber ich werde es halt direkt oben machen. Und was macht Garrus denn hier? Was für ein Tag, Shepard. Odina dreht durch, fast fällt die Citadel. Sie mussten fast einen Freund erschießen. Die Lage war angespannt. Hätten Sie im Notfall wirklich den Abzug drücken können? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Wohl nicht. Sobald wir unsere Freunde töten, wird aus dem Krieg Mord. Aber der Krieg gönnt uns nicht immer einen Ausweg, oder? Wenigstens ist Ash jetzt nicht bei Kaidan. Hoffentlich passt er auf uns auf. Es war auch sein Kampf. Ach ja. Diese Tafel ist halt echt schon toll. Da sind alle Helden dabei. Kelly Chambers sagt mir was so auf Anhieb. Zane Krios, Erdnor Rex und diese Liste wächst halt auch tatsächlich.
Kaido Narenko, Morden Solos, ich kann es immer noch nicht glauben, Severpetal, all die wunderbaren Personen. Ja, ja. So, ich dachte, ach nee, die ist ja alles super, alles super. Was denn? Das hier. Ashley ist in Samaras altem Lager? Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Geben Sie mir doch eine Quest. Schön, Sie zu sehen. Ich mach meine Hose auf. Schön, Sie zu sehen. Ja. Hätten wir jetzt weiterführen können mit allen möglichen Sachen, aber... Jetzt hätte ich mich fast verschluckt, aber das wäre wahrscheinlich in die Niveaulosigkeit geschwankt. So, was haben wir denn hier? Ich habe befehlsgemäß die aktuellsten Berichte über den Rat, Doktor. Das Sicherheitssystem liegt im Chaos, aber es würde dennoch Wochen dauern, bis wir Agenten in die dortige Belegschaft einschleusen könnten. Das ist nach Udinas Putsch viel zu riskant. Wir verschieben diese Pläne. Jawohl. Natürlich, natürlich, natürlich. Was haben wir denn hier? Upgrades. Upgrades, die wieder irgendwie nichts kosten. Ich hab doch immer keine Ahnung. Ich verstehe das Ganze nicht. Okay, was? Bericht über den Massenportalverkehr? Ziehen wir mal ab, wenn wir das nehmen, welche Zahlen. Ja, welche unwichtigen Sachen. Ja, aber. Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben. Und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern... Ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Sie sind wie alt? Wie lange leben Asari normalerweise? Jahrhunderte. Manche werden 1000 Jahre alt. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber nur, weil Sie ihn noch vorantreiben. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie Sie. Ich frage mich, wie Sie das machen. Ich habe Freunde wie Sie. Ich denke an Leute, an denen mir etwas liegt. Das hilft sehr. Schön, dass ich dazugehöre, oder? Aber natürlich. Es geht mir schon besser. Danke für den Besuch, Shepard. Wir reden später weiter. Ja, natürlich. Ich finde dieses Schlafzimmer hier einfach so nice. Warp-Endriegel, was ist das? Was passiert hier denn die ganze Zeit? Ich rede einfach jetzt mit die einzig normale Frau hier, die unsere Ärztin. Commander, es hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Sie interessieren könnte. Worum geht es, Doktor? Vor kurzem sind Flüchtlinge in der Citadel angekommen, die medizinische Vorräte und Geräte aus Militärbeständen dabei hatten. Laut unserem Inventar haben wir überschüssige Vorräte zur Behandlung von Seuchen, Strahlenschäden und Unterernährung. Die können also verletzten Soldaten helfen und wir bei typischen Flüchtlingsproblemen? Genau. Vielleicht könnten Sie einen Schaden. Können Sie uns mal vielleicht angucken? Und einen Tausch aushandeln. Ich meine, also, einer kann sich umdrehen von uns beiden, bitte. Und das wird nur bei einem was bringen. Könnten Sie das nicht auch selbst erledigen? Die Flüchtlinge trauen wegen der vielen Kriegsgewinnler dem Allianzmilitär nicht mehr. Also auch mir nicht. Aber Sie sind Commander Shepard, der Held. Sie könnten sie überzeugen. Klar, mach ich. Ich kümmere mich darum, sobald ich kann. Reden Sie mit Taktis. Viele Flüchtlinge bei den Citadel Docks betrachten ihn als Anführer. Danke, Commander. Durch den Zugriff auf ihre Ausrüstung und Ressourcen konnte ich die Effektivität unseres Medigels verbessern. Weil ich das auch so oft genutzt habe.
Warte. Ja, Frau Chuck war's. Das ist unfassbar. Weißt du, einfach, nee. Kräfte neu zu, was? Es ist unfassbar. Es ist einfach komplett unfassbar. Warp? Bonuskräfte? Was? Inferno Warp Munition? Verstärkung. Ach so, dann habe ich neue Sachen. Ach, ich verstehe. Ach so. Ja, nehme ich die Panzerbrechende. Ja, das können wir machen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich verstehe. Das nicht genau, was ich hier tue. Ich gebe einfach Geld aus. Genau so wie eine Zahnbürste. So, ich gehe jetzt mal in die Kapitänskabine. Interview machen. Trainer einladen. Aquarium benutzen. Hier, wir laden Trainer ein. Trainer, falls Sie Zeit haben, ich hätte ein paar Stunden frei. Möchten Sie raufkommen? Bei dieser tollen Musik. Ihre Kabine ist ja wunderbar. Manche Apartments sind kleiner. Also, Commander, Spiel gefällig? Spiel? Ich habe auf der Citadel ein Schachbrett gekauft. GUI-Interface. Nicht so schön wie echte Figuren, aber platzsparender. Und Sie haben doch mal sowas Ähnliches wie eine Herausforderung ausgesprochen. Interessiert? Ich habe da kein gutes Gefühl, aber ja. Das ist eine Falle, oder? Ich bin nur eine Laborassistentin, Commander. Jemand mit Ihrer Erfahrung muss da doch im Vorteil sein. Ha! Ach, jetzt aber! Ganz genau, Commander. Sie wollten Ihren Bauern wohl die Demütigung ersparen, von mir regiert zu werden. In der Realität hätte es funktioniert. Die Realität ist aber auch kein Brett mit 64 Feldern. Sie wissen, was ich meine. Bauern sind Infanterie. Und gute Krogane-Infanterie wird mit so einem Ansturm fertig. Da fällt mir ein Witz ein. Was ist der Unterschied zwischen Commander Shepard und einem Kroganer? Der eine ist ein unaufhaltsamer, zerstörungswütiger Krieger. Wie wär's, wenn wir im Bett spielen? Was? 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 Was ist denn das jetzt? Es ist unfassbar. Ey. Ich würde das ja schon gern gerade machen. Aber Miranda, ne? Wäre böse. Ich mach das mal und guck mal, ob ich vielleicht noch einen zweiten Spielstand für Miranda krieg. Der andere ist an einem anderen Spiel interessiert. Nämlich? Oh. Tut mir leid. Sie wirkten interessiert. Oh, nein, mir tut's leid. Aber Sie sind nicht mein Typ. Wissen Sie noch, wie sehr ich Edis Stimme mochte? Oh, Verzeihung. Ich wusste nicht. Kein Problem. Immerhin kann ich erzählen, dass ich Shepards Herz gebrochen und ihn beim Schach vernichtet habe. Ach, wirklich? Außer Sie möchten Ihre Ehre zurückerobern. Aber klar. Es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar, weißt du? Habe ich jetzt einen Spielstand? Ich weiß gerade gar nicht. Mission neu starten? Aha. Ja, ich... Es ist unfassbar. So, Wir laden noch Alice ein. Hier, fürs Intercom. Trainer, schicken Sie Diana rauf. Sie wollte ein Interview. Sofort, Commander. Bereit zu einem Gespräch, Commander? Ich bin bereit. Commander,
Es ist kein Geheimnis, dass der Ratsektor in letzter Zeit große Verluste durch die Reaper erlitten hat. Und nun hat Cerberus unseren Regierungssitz direkt angegriffen. Wenn eine kleine Terrororganisation die Citadel angreifen kann, gibt es da noch einen sicheren Ort? Sie haben es versucht, sind aber gescheitert. Cerberus hat begrenzte Ressourcen. Dieser Putschversuch war alles, was sie konnten. Und er hat sie viel Geld und Truppen gekostet. Angst ist verständlich, aber sie darf einen nicht lähmen. Ihre Misserfolge sind ebenso zahlreich wie ihre Erfolge. Aber die Menschheit hat ihren Ratsherrn verloren. Das Allianzparlament ist zerstört und der Premierminister ist tot. Es wird bald keine Nachfolger mehr geben. Wie lange kann Ihrer Meinung nach eine neue Allianzregierung halten? Wir dürfen den Glauben nicht verlieren. Es wird Anführer geben, keine Sorge. Unser Feind ruht nicht, solange noch ein Mensch am Leben ist. Bis dahin sind wir nicht besiegt. Jetzt hat jeder die Pflicht, sich zu erheben. Also gut. Und nun eine Frage von Tessia. Commander, während Ihres Tribunals hieß es, Sie hätten Verbindungen zu Cerberus. Danke für Ihre Zeit, Commander. Ich bin Diana Ellis für Battlespace. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Vorsicht, Commander. Wenn das so weitergeht, folge ich Ihnen bis nach Hause. Na, damit habe ich kein Problem. Das haben Sie doch bereits. Wie soll's weitergehen? Ich habe ein gutes Interview bekommen, Commander. Mehr brauche ich nicht. Heute. Was hat die Kamera gerade noch gemacht? Es ist unfassbar hier. Unheilige Fassbarkeit. Wir haben mit der Kuh geredet. Bis zur nächsten Folge und tschüss.